Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion Day 2 im 4 gegen 4 Superhelden-Modus. Wir bringen mal ein bisschen Abwechslung rein und gehen in diesen Classic-Mode. Wir könnten Auszahlung nehmen und dann einfach mal gegen auf eine fette Einheit setzen. Machen wir auch. Welcome to Nova. Okay, Schwein ist nicht schlecht. Der ist aber auch geil. Ich glaube, wir nehmen das raus, nehmen den mit rein und bauen den dann hin. Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Wir könnten mit einem Schwein starten oder mit einem Schattentänzer. Wir fangen mit dem Schattentänzer an. Vier Worker rein. Der hält locker ewig. Also da muss man sich auch keine Gedanken drüber machen. Wenn der Klone macht, dann ist das ganz schnell vorbei. Da sind schon drei. Viecher. Ende. Okay, hier wird Angler gespielt. Piratenskelette. Er hat Sakura-Blumenstaub gemacht, okay. Wir lassen sie erstmal so auf uns wirken. Oh. Drei Mana-Rösser für den einen Angler. Der wird schnell voll sein. Ich warte erstmal ab, bis ich meine Würfe aufgebaut habe. Vorher passiert ja nichts. Können wir auf jeden Fall noch auf 7 Würfe gehen, ganz entspannt. Da ist er schon aufgewertet. Oh nö. Das ist Skelett-Archer, finde ich ja richtig kacke. Macht 40 Magic Schaden. Okay. Ich meine, er ist relativ günstig, aber. Ich mag den trotzdem irgendwie nicht. Der fühlt sich immer so schwach an. Das könnte er gar nichts. Alter, 5 Klone. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Frontline dazu packen. Der kriegt zu oft auf die Fresse. Ja, wobei wir stellen, glaube ich, erstmal hier vorne hin. Sollte passen. Ja, jetzt muss ich schon langsam was aufbauen. Ja, das schaffe ich diesmal nicht. Okay, da war der siebte Worker ein bisschen zu gierig. Aber ist nicht so schlimm. Können wir trotzdem ganz entspannt bleiben. So.
und hauen schon mal ein Bazooka hin. Da steht auf jeden Fall erstmal eine gute Verteidigung. Und der ist natürlich ein richtig starker Angriff. Ja, mit der Frontline macht er hier alles fertig. Den Einwirker nehme ich mit. So, lass mich mal gucken. Der war doch ein Angler-Typ, ja genau. Haben wir Blut rein. Das könnte den ordentlich nerven jetzt auf der 6. Was haben wir denn? Beschützer. Okay, da mache ich. Den hier einfach zum Beschützer. Ja, Verbündete regenerieren, okay. Sollte passen. Ja. Ich glaube, alles so, was in seiner Reichweite ist, zählt als nahe Verbündete. Gucken wir mal hier rüber. Oh, er hat ihn schon aufgewertet. Kein volles Mana, aber er hat ihn schon mitgenommen. Okay, dann ist klar, dass er hält. Der ist durch. Wird wahrscheinlich den anzeigen hier mit 85 Leben. So, was machen wir jetzt? Wir könnten jetzt den upgraden. Hier noch einen hin und den auch upgraden. Dann machst du zwei Reihen Pyros. Hier kommt noch ein Schwein hin. Und dann mach ich hier nochmal Pyros. Das klingt gut. Ja, ich glaube aber, wenn er noch mehr Reichweite hätte, weiß ich nicht, ob das mit zählt. Wir werden es rausfinden. Ob das tatsächlich die maximale Reichweite ist oder ob das irgendwie auf einen Bereich begrenzt ist. So. Dann werfen wir den einfach mal auf. Da haben wir eine Dreierreihe von Tanks, dass es auch nicht zu weit verteilt ist für die Pyros. Weil da muss man immer drauf aufpassen. Ein Drachen. Also der hat schon richtig fett Worker. Orange schickt auf mich. Der muss schon richtig die Glocke haben. Aber wir wollen jetzt auch mal ein paar auf. Ich schicke die ganze Zeit nur sowas. Aber da wird ja die King nicht auf.
weiter Upgrades. Das sieht ja schon gar nicht schlecht aus. Kanonenschützin. Ja, das heißt, wir können locker die Worker mitnehmen. Gerade für die 10 habe ich ja meine beiden Zeus und die Bazookas hier noch. Da sollte mir gar nichts passieren. Dicke Kingpin. Ja, die haben alle Überbild. Ich meine, der hat nur 5, aber. Ja, wir haben auch fast alle, aber das ist schon. Ich meine, da zählt der mit rein. So, wir nehmen den Nimbus mit. Stellen wir die noch hin? Nee, den stellen wir nicht mehr hin. Da habe ich dann lieber noch die goldenen Beschützer dort. ...160 ist schon was, aber Zeus und Nimbus, die machen den schon weg. Zack. Mehr Worker für mich. Das nächste Runde werden Pyros gebaut. Der hat aber ganz schön durchgelassen hier. Alter. Das ist mies. 180. Ja, wir nehmen auch das Einkommen mit. Bauen wir die 2 Pyros schon mal auf. Goldenen Beschützer nach vorne. Damit die nicht so schnell down gehen durch die. Durch die Fernkämpfer. Hab ich noch einen? Nö, hab ich nicht. Er hat seinen Beschützer einfach nie benutzt. So ist das also. Ja, ich habe schon wirklich starke Kämpfer. Also die Tanks sind nicht so geil, aber der... Also noch nicht. Das Schwein dann. Aber der Schaden ist schon saftig. Pyro-Zeus sowieso immer gut, Nimbus dazu. Und der Schattentänzer, holy shit. Einer Flächenschaden. So, jetzt können wir mal so ein Schweinchen nehmen. Auf jeden Fall noch einen Worker mit. Oh, das ist 430 drunter. Ja, hier. Und sein Schaden basiert auf denen. Ich glaube, der wird noch mehr vergacken. Das splittet sich trotzdem so komisch, obwohl ich nur drei Leute da stehen habe. Das ist verrückt.
Das ist ja einfach kacke. Ich bin so ein gutes Mittelfeld. Warten hier mal die auf. Bauen wir hier noch welche hin für Zeus dann? Das klingt gut. Bumm. Ja, obwohl es nur drei sind, splittet sich das trotzdem. Das ist verrückt. Mal verkackt. Wegen meinen Drachen. Okay, muss ich gar keine Bluts reinschicken. Aus Centaur. Das sieht doch gut aus. Alter, die ganzen Echsen. So. Pass auf, wir werten das Schwein auf. Und das war's. Ende der Geschichte. Wohl ein richtig fett Worker. Wir sollten auch so überleben. Auch wenn jetzt die dicke Sens kommen. Von mittlerweile 260. Ja, jetzt sind sie alle zusammen. Aber es bildet sich trotzdem in zwei Lager auf. Ich muss wahrscheinlich vorne das Schwein hinsetzen, damit die sich dann wirklich alle auf 1 fokussieren. Alles im Locker parken. Alles im Locker reinpacken. So, einfach mal ein paar Dinos. Mehr Pyros. Also den Nimbus könnten wir hier verstärken. Ja, das mache ich. Einen kriege ich noch raus. Mir ist dann noch ein Turtle rein oder so. Das passt schon. ...680, das ist schon nicht ohne. Ja, Rocker. Ah, die Kleinen sind kein Problem. Ja, der Große. Der große Thaddäus. Ah, ärgerlich, dass er auf den Nimbus schießt. Also schaffe ich den jetzt nicht. Ich meine, ich bin noch ein bisschen runter. Und für den 680er selten. Hätte ich vielleicht ein bisschen mehr bauen sollen. Ich schicke jetzt meine Dreieinigkeit rein. Für Aufprallschaden ist das ganz gut. Könnte man ein bisschen was rausholen. So.
Göttlicher Segen. Wir nehmen den Nimbus. Das darf man nicht mehr liegen. Nie wieder. Wir packen hier vorne noch ein Schwein hin. Damit das funktioniert. Die werten wir mal auf. Ich glaube, das passt ganz gut. Bumm. Ja, schon besser. Das eine Schwein konzentrieren sich jetzt alle in der Mitte. Sehr gut. Ganz genau, ich will noch mehr Worker. Er hat ihm den göttlichen Segen belegt. Ja, auf 18 werde ich den downquetschen. Da ist dann sein göttlicher Segen wieder weg. Aber wir sind fast alle von unserem Team ganz oben. Nur er hier ist halt noch. Ist das meiner? Ne, ich habe den lila an. So, wir werden jetzt erstmal, ich glaube, ihn aufwerten. Den werten wir auf. Hier mache ich noch einen Nimbus hin. Und dann sieht das doch schon mal ganz gut aus. 94 Rocker, ey. Na gut. Ich war ja trotzdem nach links gerammt. Nicht mal gerade. Remix reingeschickt. Mein Centaur brauche ich nicht unbedingt, der hat nur einen Crab Lord. Und Voreis noch mit. Hä? Der hat sich einen riesengroßen Wüstenpilger gemacht. Ich glaube, da hat er was falsch verstanden oder verkackt oder so. Zack. Zack. Zack, zack. Es werden hier mega Pyros aufgebaut. Ein paar Blocker holen wir uns mal noch. Ob danach ist Schluss. Wo kommen wir mit rein? 120 noch. Nehme ich das mit. Ja, und ein Robo für 40. Oder kam nicht mal mehr raus. Ich glaube, der Feuer geht auf so einen Pegasus. Sah zumindest so aus. Entschuldigung, keine Bürger mehr. Ich habe 90. Das reicht. Ist er dann auch, der ist auch verbessert. Okay. Ja, starkes Healing durch die ganzen Wüstenpilger. Ja, das schafft er. Ich hab gedacht, ich krieg ihn. Na gut. So, wir brauchen auf jeden Fall
Noch mehr Schweine. So. Dann werde ich wahrscheinlich hier den Nimbus noch aufwerten. Das ist auf jeden Fall ein Plan. Ja, und dann war's das schon, ne? Oh, die haben alles weggerammt. Alles, was vorne stand, ist so gut. Ja, wir sammeln. Alles gehalten. Da kann ich meinen göttlichen Segen doch noch lange behalten. Warum bin ich denn so weit unten auf einmal? Hey. Wahrscheinlich, weil ich keine Würfel mehr baue. Das macht halt irgendwann keinen Sinn mehr. Die bauen wir auf jeden Fall erstmal auf. Gerade für die Wave. Hä? Nee, ich wollte noch einen Nimbus bauen. Ja, es ist immer so schwierig, ne? Ich stelle mir einfach hier vorne noch welche hin. Neben das Schwein. Aber sieht doch gut aus. Batz. Alle rein. Geht der volle Laser los. Das muss ich an sich nur noch aufwerten, so. Was ich noch aufwerten kann. Die auf jeden Fall, die sind unglaublich wichtig. Ja, 7 Gold. Bauen wir den Pyro hier noch hin. Zeus. Ja, und fertig. Die 100 Gold, die packe ich jetzt nicht in irgendeinen Scheiß rein. Das muss nicht sein. Vielleicht werde ich den noch auf. Ich meine, der kackt relativ schnell ab, aber dann 8000 Leben, das ist 5000 mehr. Ich glaube, es macht schon Sinn. Schon noch fett dabei. Meiner hat Eiersäcke platziert. Viel magischen Schaden. Brecherin und sowas. Na gut, dann probieren wir das einfach mal. Vor Eis rein auf jeden Fall. Hexen. Den lade ich auf. Kraken. Wirklich viel magische Schatten mittlerweile. Die Hexen und die Voreis brauche ich auf jeden Fall für die. Für die Hydras. Ich bin aber auch 3300 runter jetzt. Oh, jetzt geht schon an die Pyros ran. Bin nicht der erste Down ist, das ist schon mal positiv. Und nicht der zweite. Aber wir werden verlieren.
Bei uns sind sie schon zu schnell down. Das ist meiner. Man hat echt viel durchgelassen. Aber es. Rot hat gehalten. Aber Rot auch. Ja, Rot hält zu lange. Schade, schade, schade. Aber keine schlechte Runde. Okay, Level 15. Ich bin sogar MVP in der Runde. Warum auch immer. Ich habe doch gerade mal einen grünen Punkt. Ja gut, zwei weitere Liedchen. Ist kein Like, aber da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannter Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.